Nach Einbruch der Nacht trieben die Wachen uns weiter. Wir hatten das Gefühl, sie wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Jemand hatte ihnen einen Befehl gegeben, der schon lange keine Bedeutung mehr hatte, und hirnlos befolgten sie ihn. Und so marschierte unsere Kolonne weiter durch die bayerische Bilderbuchlandschaft und verdreckte die Straße mit den Leichen der letzten Juden Europas. Mit diesen Worten beschrieb Solly Ganor den Todesmarsch aus dem KZ Dachau, den er im Alter von 17 Jahren nur knapp überlebt hatte. 50 Jahre später legte Ganor seine Erinnerungen an Krieg und Holocaust in Buchform vor. Das andere Leben heißt es. Und der heute in Israel lebende Ganor brachte es immer wieder vor allem Schülern nahe. In Deutschland übernimmt diese Aufgabe der Schauspieler Thomas Darchinger, der auch eine persönliche Bindung zum Autoren hat. Ich habe ihn kennengelernt bei der deutschen Buchvorstellung, weil er hat das Buch auf Englisch geschrieben. Und als es dann auf Deutsch rauskam, hatte mich der Verlag gebeten, die Vorstellung zu machen. Und habe ich ihn kennengelernt, wir waren auf mehreren Veranstaltungen zusammen und ich habe ihn als sehr liebenswerten Menschen kennengelernt, der sich trotz all dem Schmerz, den er erlebt hat, sehr viel frohen Mut und Humor bewahrt hat. Und es wurde mir einfach dann sehr wichtig. Und ich glaube, es ist eine, ich sag mal, als politisch denkender Mensch ist es für mich einfach eine sehr passende Aufgabe. Diese Buchvorstellung liegt mittlerweile 15 Jahre zurück. Seitdem fungiert Darchinger als deutsche Stimme für den mittlerweile 82-jährigen Ganor. Ein nicht eben kurzer Zeitraum für diese von Ganor selbst gestartete Initiative, was auch nicht ohne Rückwirkungen auf das Publikum bleibt. Also mir fällt schon ganz stark auf, dass am Anfang hatte ich so zumindest noch das Gefühl, dass die in Entfernten noch in der Verwandtschaft Leute haben, die unmittelbar mit dem Krieg zu tun hatten und deswegen auch Geschichten aus dem Krieg gehört haben. Aber jetzt sind das ja schon Kinder, die haben Eltern, die schon aus der Nachkriegszeit sind. Entsprechend ist es für die wahnsinnig weit weg. Nicht zuletzt aus diesem Grund sucht Darchinger nach der Lesung das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Auch an 4 Oldenburger Schulen war die Bildungsinitiative Das andere Leben zu Gast. Mich hat interessiert, Schüler anzusprechen, die mit der Geschichte auch nicht mehr direkt in Verbindung stehen. Und es ist natürlich leichter, wenn ich als deutschsprachiger Schauspieler eine Geschichte erzähle, sie ist leichter an sie ranzubringen, in Verbindung mit musikalischer Begleitung vor allem. Leichter auch emotional an die Schüler ranzubringen, die erstmal mit der Geschichte ja gar nichts zu tun haben oder vielleicht sogar im Vorfeld mit einer ablehnenden Haltung da sitzen und sich denken, oh Gott, jetzt muss ich mir sowas anhören. Begleitet werden die Lesungen vom Musiker Wolfgang Lackerschmidt. Am Vibraphon und vor allem ohne Notenblätter, wodurch jede Lesung einen einzigartigen Charakter erhält. Auf seinen Lippen lag noch immer dieses Lächeln. Vielleicht konnte er eine bessere Welt sehen, da auf der anderen Seite. Ja, ich mache es hauptsächlich intuitiv. Natürlich habe ich ein paar Kompositionen auch dafür mir einfallen lassen, aber es ist ein großer improvisatorischer Anteil dabei, damit man auch auf die Stimmung vom Tag, auch von der jeweiligen Schule eingehen kann und auch auf das Tempo von Thomas Darchinger, wie er das gerade spricht. Los, ihr faulen Judenbastarde, ihr drecksäckige Arschlöcher! Ein Tag ehrliche Arbeit und schon werdet ihr schlampig! Wenn ich nicht gleich das Zack-Zack höre, steht ihr hier bis zum jüngsten Tag! Mützen ab! Zack-Zack! Nochmal! Mützen ab! Zack-Zack! Nochmal! Das ging etwa eine Stunde lang so weiter. An diesem Tag an der Realschule Eversten blieb die Reaktion der Schülerinnen und Schüler eher verhalten. Ein Gespräch kam nicht in Gang. Ob das am erwähnten Generationenwechsel lag, an der plättenden Wirkung der Lesung oder vielleicht auch hier und da am mangelnden Interesse, der Einblick, den Erinnerungen von Menschen wie Solly Ganor in einen für Schüler kaum vorstellbaren Lebensabschnitt gewähren, bleibt gerade deswegen unersetzlich. Darchinger und Lackerschmidt werden daher auch weiterhin dafür sorgen, dass der überlebende Ganor eine Stimme in Deutschland hat. Zärtlich berührte er mich an der Schulter. Du bist frei, sagte er. Du bist frei, Junge. Er lächelte.